Hallo, liebe Zuschauer, hier sind wir wieder. Wir sind heute am Ball und heute ganz konkret für alle Sportbegeisterten und Sportinteressierten. Das Sportstudio ist wieder gefüllt mit reichhaltigen Materialien. Das heißt, das 28. Mal gehen wir auf Sendung. Vor der Begrüßung unseres Studiogastes heute und hier haben wir ja natürlich noch eine offene Frage aus der 27. Sendung. Und zwar zum Abschluss hatte als Zusatzfrage aus dem Abschlusstalk Peter Ludwig als große Legende der Leichtathletik, erinnern wir uns dran, 11,4 ist er gelaufen, die 100 Meter, in einen eigenartigen Sprintstil. Aber er konnte unsere Zusatzfrage nicht beantworten und die möchte ich jetzt als erstes beantworten, bevor wir unseren Studiogast begrüßen. Gemeint waren also bei der Zusatzfrage zu der Frage Rassendiskriminierung bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko war Tommy Smith und John Carlos. Beide waren zu der Zeit 1968 die führenden 200 Meter Sprinter in der Welt, sind für die USA dort an den Start gegangen, haben beide, das heißt Tommy Smith, einen Weltrekord aufgestellt, einen olympischen Rekord mit 19,8, das heißt das erste Mal unter die 20-Sekunden-Grenze. Und sein Freund und Sportskamerad John Carlos, glatte 20 Sekunden auf 200 Meter Sprint. Und das alles bei den Olympischen Spielen 1968 war die richtige Antwort. Peter Ludwig war nah dran. Er sagte, es glaube ich waren 200 Meter Sprinter. Aber entscheidend ist, und wir wollen aus der damaligen Zeit eins nicht verheimlichen, wie eigentlich mit schwarzen Sportlern in der Frage der Rassendiskriminierung umgegangen sind. Ich habe hier aus dem Internet nochmal rausgezogen. Das heißt, beide protestierten bei der Siegerehrung gegen den Rassenterror in ihrer Heimat, den USA. Und die Antwort der Mannschaftsleitung, der damaligen United States of American Mannschaft, war, dass beide aus dem olympischen Dorf ausgewiesen wurden. Antwort zu dem Abschlusstalk von Peter Ludwig, damit erledigt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem alten Haudegen des Versehrtensports. Wir begrüßen heute und hier ein Gründungsmitglied des BRSV aus dem Jahre 1998. Wir begrüßen ganz herzlich den Jahrgang 1937. Mein lieber Peter, ich begrüße dich kurz vor deinem Wiegenfest. Du wirst ja dieses Jahr noch 80 am 7. März im Sportstudio der Hansestadt Stendal. Sei gegrüßt, Peter. Danke. Peter, wir wollen heute Folgendes beide machen. Wir wollen heute in einem zwangslosen Gespräch deine unvergessliche und unermüdliche Arbeit würdigen und beleuchten. Denn für unsere Zuschauer am Bildschirm gleichzeitig die Information, du bist ja nicht nur Peter Pielet, sondern du bist ja auch etwas Hochdekoriertes. Das heißt, wir haben heute im Sportstudio den Ehren-Oscar-Träger des Jahres 2002. Das heißt, zu diesem großen Sportevent, wofür du diesen Ehren-Oscar erhalten hast, dazu kommen wir noch. Jetzt interessiert unsere Zuschauer erstmal, Peter, wie verlief deine fast 80-jährige Lebensgeschichte? Wo liegen die Wurzeln des Sports, speziell des versehrten Sports? Die Wurzeln des Sports liegen eigentlich schon in meiner Kindheit. Ursprünglich ein leidenschaftlicher Fußballer als Stepke. Aber aufgrund der Tatsache, dass es keine Schuhe gab, zur damaligen Zeit. Wir haben im Sommer immer barfuß gespielt, gab keine Schuhe, kam also Fußball nicht in Frage und ich habe mich also anschließend dem Handball gewidmet. Ich habe viele Jahre Handball gespielt bei Lok West Leipzig und habe das lediglich, also bis zu meinem 20. Lebensjahr durchgeführt und habe dann nach Studium und Arbeitsaufnahme dann keinen aktiven Sport mehr getrieben. Apropos Lok West Leipzig. Ja.
Da brauchen wir noch die Brücke. Wo war denn dein Geburtsort? Wo hat man dich abgeworfen vor 80 Jahren? Wo war's? Ich bin Original Leipziger. Also Original Leipziger. Also meine Damen und meine Herren, wir begrüßen einen Original Leipziger bei uns im Sportstudio der Hansestadt Stendal. Ja, und zum Behindertensport bin ich gekommen. Ich hatte Arbeit in Stendal, im VW Erdgas Stendal, und bin dort verunfallt 1972 und habe erst seit dieser Zeit die Gelegenheit also auch genutzt, mich körperlich wieder aufzubauen, und war 2 Jahre bis 1974 bei Aufbaupörte Magdeburg im Behindertensportverein. Organisiert bin auch dort schwimmen gewesen. Und 1976 bin ich angesprochen worden von Gerd Heine. Den wir immer als Lampe betiteln, das war sein Spitzname. Er kennt das besser. Ja. Von Gerd Heine. Und der hatte 1976 im Sommer bereits in Kontakt aufgebaut von interessierten Behinderten, also versehrten Sportlern. Damals hieß ja das Versehrtensport. Ja. Und hatte auch dafür gesorgt, dass das im seinem Verein, Postsportverein, sagen wir mal, eine gewisse Rückenhalt bekam. Ich persönlich, da waren ungefähr 7 Personen, die an einem zentralen Sport Interesse hatten, und ich persönlich bin erst im Dezember 1976 dazugekommen, und wir haben aber uns so verständigt gehabt, wir haben bereits Anfang Februar 1977 den Antrag gestellt als Sektion in Post-SV Stendal. Genau. Und also ich glaube, das war der 10. Februar 1977. Da habe ich also mit dem Vorstand des damaligen Vereins diese Regelung hier in Stendal begonnen. Ich habe anschließend in dieser kleinen Gruppe die Kassierung übernommen, von meinem ersten Tag an in dem Bereich. Bist aber diesen Schatzmeister immer treu geblieben, kommen wir noch bei den Landessportspielen. Ich kenne da einiges. Ich habe also die ganze Sache doch, sagen wir mal, mit Gerhard Heine, mit Edith Naujak, sagen wir mal, so vorangetrieben, dass wir haben also recht erfolgreich auch mit, wir haben also auch Ärzte gehabt, die als Berater hier tätig waren. Ja. In der Anfangszeit war das unter anderem auch Wilde, Dr. Wilde. Wir haben, wie diese Ärzte früher hießen, die diese Gebiete verantwortet haben, das fällt mir jetzt nicht ein. Zu DDR-Zeit sagte man Sportarzt. Sportarzt. Ne? Das war so, also, das war der Titel. War auf jeden Fall vorhanden. Bestimmte, sage ich mal, Allgemeinmediziner, die in dem Stadion eines Sportarztes dann eingestuft wurden. Und da gab es ja sehr viele in Stendal. Ne? Sparwasser, Puls und wie sie alle heißen. Ne? Ja. Und dann sind wir also in der Gruppe geworden. Innerhalb von einem halben Jahr waren wir etwa 19 Personen. Noch ein Jahr später, das war 78, da waren wir 39. Das war jetzt alles noch überschaubar. Und wir haben uns also damals den versehrten Situationen angepasst und Sportgruppen innerhalb unserer Abteilung, also das war noch keine, unsere Sektion gebildet. Ja. Die Struktur, die damals angelegt wurde, haben wir heute noch. Bis auf die Ergänzungen, die nach meinem Rückzug als Vorsteher
eingetreten sind. Ja, und nun muss ich sagen, wir haben 1980 das erste Mal außer den versehrten Sportlern, also auch Behinderte, mit einbeziehen können. Wir haben eine Kegelgruppe übernommen, die seinerzeit existiert hat. Die wurde betreut vom Dr. Osterburg. Wir haben eine Herzgruppe übernommen, mit einbezogen, die wurde von der Frau Köhler betreut. Und wir selbst haben uns dann den Sportarten Kegeln, Sitzball und Leichtathletik verschrieben. Ich persönlich selbst habe eigentlich am Anfang, wie viele andere auch, an allen Veranstaltungen teilgenommen, haben es auch maßgeblich mit beeinflusst. Ja, und mit der Wende hat sich natürlich eins ergeben. Da waren andere Vorschriften. Da kam die gezielte ärztliche Betreuung, was wir sonst mehr oder weniger durch die, sagen wir, Hausarzt, heute würde man sagen, Hausarztbetreuung hatten. Jeder ist zu seinem Arzt. Wir werden diese Frage noch beleuchten, auf alle Fälle. Ja, und ich dann, ich sagen wir mal, mit Hilfe von Edith Naujahr, Gerhard Heine, habe ich also 1984 den Vorsitz in dieser Sektion übernommen. Bis zu dieser Zeit war ich auch Mitglied im BFFA, Behindertensport Sachsen, in Magdeburg, in der Leitung. Damals im Bezirk Magdeburg Fachausschuss, Behindertenfachausschuss. Jawohl. Und war also noch viele Jahre dabei, aber ich bin nach meinem Abgang hier, habe ich dann also auch meine Arbeit dort beendet. Ja, das ist vielleicht mein Werdegang. Ich habe mich also immer dafür eingesetzt, dass den Behinderten und später oder den Versehrten, habe also heute noch viele Beziehungen und auch persönliche Kontakte mit den alten Mitgliedern, und das sollte man vielleicht ruhig mal sagen. Verbündete Sportskameraden, wird ein Thema nach dem noch werden. Aha, ja. Ich gebe dir heute sogar noch die Kamera ganz alleine für dich, dass du das richtig genießt heute im Sportstudio und nochmal an alte Leute, die mit dir gemeinsam die Fahne eingetragen haben, das heißt, die diese Gründerstunde hier vollzogen haben, dass du die heute hier nochmal nennen kannst. Peter, sorry, wenn ich ab und zu für unsere Zuschauer, BFA und so weiter und so fort, beim Sport ist eins immer gefährlich. Sport besteht aus AQFÜ, das heißt Abkürzungsfimmel. Und für unsere Zuschauer mache ich das immer ganz gerne. Und wenn ich für unsere Zuschauer jetzt schon mal einmal am Ball bin, dann sage ich unseren Zuschauern auch, wenn wir heute, der Peter und ich, das Wort BRSSV verwenden, Stendal e.V., dann meinen wir, ich sage es nochmal für unsere Zuschauer, den Behinderten-, Rehabilitations- und Seniorensportverein Stendal e.V. Weil Sportler haben selbstverständlich sehr viele Abkürzungen. Aber was natürlich entscheidend war, Peter, bei der Begrüßung, bei der Vorstellung deiner Person, du hast bescheidenerweise dargestellt, und ich weiß, dass du sehr authentisch und bescheiden bist, du bist eigentlich nicht nur ein Gründungsmitglied, sondern du hast die Gründung gemeinsam mit Gerd Heine damals vollzogen. Ja. Ihr habt euch also in den 70er Jahren in der DDR-Zeit Gedanken gemacht und habt gesagt, wie kriegt ihr das auf die Beine gestellt? Und ihr habt das auf die Beine gestellt. Gerd hat übrigens den Ehren-Oscar schon 2000 gekriegt. Ja. Gerd hatte ja außerdem ja noch, der war ja ein Arounder, der hat ja überall Verdienste gehabt. Wir werden ja nachdem über ihn noch reden können. Frage aber, was den kleinen Anfangsstil anbetrifft, dein Anfangsstil.
Du hast schon einige Andeutungen gemacht, wie das damals so vonstatten lief. Was versteckt sich da an Aktiven? Mit wie viel Aktiven habt ihr hier den Start vollzogen beim versehrten Sport bei der Post? Stendal. Ja, ich muss sagen, wir waren am Anfang. Spaten eventuell auch noch mal kurz erwähnt. Bitte? Spaten, also das heißt, in welchen Abteilungen ihr tätig wart? In der heutigen Abteilung. Ja, damals Spaten. Ja. Ja, waren, sagen wir mal, die meisten Sportler haben sich natürlich im Sitzball und im Kegeln und im Bosseln bewegt. Obwohl Bosseln, das wissen wir ja, das war ein sehr aufwendiger Sport. Ja, ja. Wer die Bosselveranstaltung mal besucht hat, weiß, was das für Vorbereitungsarbeit bedeutet. Ja. Und diese spätere Gruppe unter den Übungsleiter, die hat das auch hervorragend geregelt. Ja. Es war mit viel Technik, Handarbeit und so weiter zu erledigen. Volleyball oder Sitzball, wie wir es später, oder wir haben also anfänglich Ball über die Leine gespielt. Das war natürlich für die meisten zugänglich und auch möglich. Wir hatten ja viele Kriegsversehrte und Beiner, auch sonstige Arbeitsunfälle, wo ich ja auch mit dazugehöre, wo es eben nicht möglich war, unbedingt nun alles über im Sportprogramm zu beteiligen. Ja. Ich denke, die Abteilung oder die Gruppen, die damals existierten, ich hatte es vorhin wohl schon mal angeführt, das war also Leichtathletik. Wir haben also auch zwei oder drei Kollegen aus unserer damaligen Gruppe haben an deutschen an DDR-Meisterschaften noch teilgenommen. Und das Internationale beleuchten wir heute auch noch. Ja. Ja. Und zu DDR-Zeiten an DDR-Meisterschaften teilgenommen. Ja, wir hatten also dann Sitzball, Kegeln. War eine gute Sache und die Herzgruppe hat gearbeitet. Fachfrage für unsere Zuschauer zwischendurch, Peter. Kann man das Bosseln so artverwandt so ein bisschen mit diesen Eisstockschießen vergleichen? Ist das so in dem Stil? Ja. Oder kann man sagen, das hat sich vom Eisstockschießen, wer war dann eher da? Die Eisstockschießer? Das kann ich nicht beurteilen. Also an dieser Stelle bin ich... Aber das Grundprinzip ist das gleiche. Ist dasselbe. Ja? Das heißt, wer den Kreis am nächsten trifft, hat die hohe Punktzahl. Ja. Ja. Also kann man sagen, ist Bosseln so ein bisschen artverwandt mit Eisstockschießen. Ja. Habt ihr das auch mal probiert, nebenbei gesagt, wenn der Stadtsee zu war, dass ihr gesagt habt, die Bossel jetzt mal auf hier auf Nein, aufs das ist nicht gemacht worden. In der Anfangszeit haben wir, ich sage, wir haben angefangen mit einer Kooperation mit Lüchow. Ja. Das heißt mit der Wende Lüchow-Dannenberg. Jawohl. Mit Lüchow, nicht Dannenberg. Ja. Die haben uns auch so ein Bosselspiel geschenkt. Und das war nicht billig, ja, das muss ich auch sagen. Wir waren aber froh. Und wir haben nach und nach in den Folgejahren uns dann eigene Spiele gekauft. Relativ teuer. Ja. Und haben eigentlich auch, wir wissen ja, dass es bis heute diese Gruppe, oder heute ist es ja nun eine Abteilung, relativ aktiv, erfreulicherweise aktiv. Mitteldeutsche Meisterschaften, immer mit dabei Ausrichter, immer am Ball, Pokal des Oberbürgermeisters. Also Veranstaltung selber, Turniere selber, also ich muss das ganz ehrlich sagen, vor diesen Leuten muss man wirklich einen Hut ziehen. Es ist ja auch so, der Zuspruch
ist ja auch relativ beschränkt, ja, der sich einer solchen Sportart widmet. Und ich freue mich eigentlich, dass das, was wir damals angefangen haben, auch heute noch so existiert und so planmäßig, regelmäßig auch übers Jahr verteilt organisiert wird. Es trifft nicht nur für das Bösseln zu, es trifft auch fürs Kegeln zu. Ja. Ja. Leider mit unserer Schwimmhalle 1982, 83 war das wohl, wurde die Schwimmhalle in Betrieb genommen, haben wir natürlich auch eine starke Schwimmgruppe aufbauen können. Ja. Und da ist also der erste große Schub an zusätzlichen Mitgliedern. Für unsere Zuschauer, gemeint ist das, was wir mit Frau Bindemann hier im Thema intensiv erläutert hatten, die Volksschwimmhalle am Stadtsee. Ja. Weil da ja auch internationale Master drin waren. Es gab eine 50-Meter-Bahn. Ja. Ja, also das heißt, man konnte da bis internationale Wettkämpfe dort abfahren. Ja, die meinst du? Nee, 50-Meter-Bahn. 25-Meter-Bahn. Ja. Ja, 50 ist jetzt. Okay. Ja, also wir haben also dann auch mit, sagen wir mal, große Schwimmveranstaltungen durchgeführt, sowohl zu DDR-Zeiten als auch später. Und haben hier zum Beispiel in der Anfangszeit mit Schwimmern aus Lüchow vom VfL Wolfsburg und Truppen aus unserem Magdeburger Bezirk, also aus unserem Magdeburger Bereich. Das waren also relativ große Sachen. Organisiert hatte das damals, also initiiert hatte ich das. Und unsere Kati Schatte, Heute ist sie Geschäftsführerin, 25 Jahre KSB vom Kreissport Bundstedt. Die war bei uns Übungsleiterin. Ja, genau. Erfreulicherweise eben auch im Interesse für die Stärkung des Behindertensports. Und die hat also unter ihrer Anleitung und in ihrer Arbeit sind diese Veranstaltungen durchgeführt worden. Leider ist das heute so, dass es nicht mehr der Fall ist. Aber der Zuspruch zum Schwimmen ist eben so gewaltig, dass die in einer Woche, ich glaube, bis zu 300 Leute in dieser begrenzten Sportzeit, die in der Halle zur Verfügung steht, betreuen. Und das finde ich enorm. Super. Wir konstatieren, wir wollen jetzt nur noch so ungefähr eine Zahl aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts von dir. Mit wie viel Mann seid ihr gestartet? Was hattet ihr so Potenzial an Sportskameraden? Ungefähr 40, 50? Ungefähr. Ja, wir hatten gestartet sind wir mit 7. Mit sieben. Mhm. Wir waren dann relativ schnell auf 90, kann ich mich da noch, ich habe das nicht aufgeschrieben selbst, ja, aber ich glaube, wir hatten 1978 hatten wir 39 Personen. Ja. Die im Prinzip, das war alles noch so. Da kannte jeder jeden und verschiedene treffen wir heute auch wenn es relativ schwierig ist. Und wir sind froh, dass wir uns an und ab noch einmal die Hand geben können. Ja. Und wir sind stolz, dass du heute hier bist. Soll ich dir sagen, warum? Heute haben wir das Hundertfache. Also nochmal, wir wissen ja zurzeit, der größte Sportverein, den wir im Landkreis momentan beherbergen, ist ja der BRSV. 700 Mitglieder. Wenn du vom Gründungsjahr sprachst, also von den Grundsteinlegung dieses versehrten Sportes, ihr wart damals 7. Die Christel vertritt heute die Verantwortung für die Christel Harker, für 700 Sportler, die organisiert sind. Und ich weiß, dass du dir nicht selber danken würdest und auch nicht danken kannst, aber ich mache das im Namen aller Zuschauer und sage vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass einer damals den Mut hatte, gemeinsam mit Lampe, mit Gerd Heine,
gemeinsam mit diesen vielen, die du heute auch schon erwähnt hast, den Staat zu vollziehen, war ja letztendlich die Integration von Menschen mit Behinderung beim Sport, ich sage ja, nur aus einer Sicht wichtig ist. Sie finden wieder eine menschliche Bestätigung. Das heißt, sie finden eine menschliche Bestätigung. Und ich finde das so toll, denn du hast ja damals diesen schweren Arbeitsunfall gehabt, dass du dich dorthin gestellt hast und hast gesagt, wir müssen nach Wegen, nach Mitteln suchen, damit wir hier in der Stadt Stendal sowas inszenieren können. Und Konstatierung zu Ende mit folgender Frage. Warst du denn außer ein großer Funktionär, der das alles organisiert hat und der wie Hovinek und Spebel die Fäden in der Hand hatte, warst du in irgendeiner Sparte des Behindertensports oder in einer Abteilung oder in einer Gruppe selber tätig? Warst du? Ich war aktiver Schwimmer. Aha. Ich habe aktiv in der Leichtathletik mitgemacht. Ich habe auch gekegelt und auch gebosselt. Und nun muss ich sagen, ich hatte ja auch noch eine Arbeit. Ja. Und als wir so eine kleine Truppe noch waren, da war das überschaubar und auch möglich. Aber als es dann solche wahnsinnige Massen wurden, muss ich sagen, da habe ich mich im Wesentlichen nur für das Schwimmen bewegt. Ich habe also von Anfang an als Übungsleiter in dieser Gruppe Schwimmen gewirkt und habe also auch an dieser Stelle dafür mitgesorgt, dass wir einen Vertreter hatten von den Jugendlichen, die schwimmerisch ein bisschen veranlagt waren, die also in diesen Kreis aufgenommen wurden, Landesklasse zu schwimmen. Ja, ja, das war unter Martin Feininger. Ja. Und da muss ich sagen, da ist mir natürlich zugute gekommen, dass ich die Verbindung zu den BSSA in Halle, zu unserem Hauptverband hatte. Und da ist also eine sehr gute Unterstützung durch den Landestrainer. Der ist also hier nach Stendal gekommen, hat also beobachtet, wie wir hier unsere, wir hatten ja noch mehrere ausgewählte Sportkinder oder Jugendliche, aber es hat sich eben nur für einen dann erwiesen, dass das sinnvoll war. Ja. Und der ist also auch dann von diesem Landestrainer betreut worden. Ja, ja, leider ist es so, ich habe also für alle diese Veranstaltungen und Gruppen war ich mit der Initiator, dass die überhaupt gegründet wurden. Zum Beispiel, es gab sehr große Skepsis, als wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall die Bussel, weil wir kein Busselgerät hatten. Also wurde das organisiert. Und die Bussler, die sind ja auch nach wie vor heute noch aktiv und auch recht erfolgreich. Und ich finde das ganz hervorragend, dass das so weiter sich entwickelt hat. Mit dem Schwimmen, das hatte ich vorhin angedeutet, das bedauere ich ein bisschen, aber es geht eben nicht, wenn ich 300 oder noch mehr Leute betreue, da kann ich mir solche, sagen wir mal, Feinheiten nicht, es ist ja auch mit einer unwahrscheinlichen Arbeit verbunden. Darf ich dir mal eine Zwischenfrage stellen? Was bist du vom Beruf? Ja, ich bin Geologe. Nein, du bist kein Geologe, du bist Brückenbauer. Du hast mir eine Brücke gebaut. Du hast mir eine wunderbare Brücke gebaut. Du bist Brückenbauer. Ich sag dir auch warum. Ich zieh's jetzt vor. So sind Brückenbauer, die veranlassen einen Moderator was vorzuziehen. Ich habe also hier, damit dein altes Herz mal wieder richtig hochschlägt, ich habe hier ein Foto. Er sprach ja von internationaler Teilnahme beim Schwimmen. Ich habe hier ein altes Foto ausgekramt und der Name Feininger, den du erwähntest, und zwar ganz konkret Feininger Martin vom BSV Stendal, hat damals international geschwommen gegen die Slowakei, gegen Plauen, Aachen, Langenhausen, Wolfsburg, Köpenick, München und so weiter und so fort. Also das heißt, internationale Beteiligung
war damals an der Tagesordnung. Und ich muss mal sagen, es ist traurig. Es ist traurig, dass das abgebrochen ist, ist die eine Seite. Beim Sport ist es halt so, das ist eine Entwicklungsfrage. Aber es ist schön, dass ich das heute in die Kamera zeigen kann, dieses Foto, dass ihr damals nicht nur national hier richtig Betrieb gemacht habt in Stendal, sondern dass ihr auch international aktiv wart. Und das Nächste, wenn ich sage, du bist Brückenbauer, du bist nicht Geologe, das ist, du hast mir auch eine Brücke gebaut, was deine eigene Person anbetrifft. Dieses Gründungsmitgliedsein war ja immer verbunden, dass du selber aktiver warst. Und ich glaube, das hat dir die Kraft gegeben, mal reinzuschauen, wie läuft dann Behindertensport. Und deswegen bist du irgendwann auch mal der Vorsitzende des BRSV geworden, weil du dir das Rüstzeug mit dieser gesamten Tätigkeit dort erarbeitet hast. Ist doch so. Ja. So, und ich habe sie mit. Wir zeigen sie ganz stolz hoch. Es war am 24. März 1998. War ein großer Tag damals, 24. März. Dort seid ihr offiziell über den LSB, also über den Landessportbund Sachsen-Anhalt, entsprechend der Prüfung der Satzung, seid ihr zur Mitgliedschaft des LSB hier zuerkannt worden. Das heißt, ihr habt euch, sage ich jetzt mal, die Mitgliedschaft schon 1998 ganz hart erkämpft. Ja. Und du warst immer mit dabei und immer mit von der Partie. Aber trotzdem ist doch wahrscheinlich bei dir, Peter, deine aktive Teilnahme als Sportler hat doch bestimmt auch so ein bisschen gelitten, wo du dann langsam zum Funktionär wurdest. Ist das so? Nein. Oder kann man beides unter einen Hut bringen? Nein. Kann man beides unter einen Hut bringen? Kann man nach wie vor schwimmen, bosseln? Ja. Also ich muss mal sagen, es war schon, wir haben also regelmäßig begonnen, einmal monatlich unsere Leitungssitzung durchzuführen. Ja. Auf diesen Leitungssitzungen ist im Prinzip auch der Gedanke dann nach der Wende entstanden, sich selbstständig zu machen als Gruppe oder als Verein. Ja. Was dann 1998? Das haben wir gemacht. Ja. In der Zwischenzeit waren wir natürlich schon weit über 100 Leute und mit Hilfe von Gerd Heine. Kati Schatte, wollen wir den noch? Nee, Kati Schatte nicht, sondern der Helga Kranich. Die Helga Kranach, Die drei hatten also festgelegt, wir übernehmen die 13. Sportspiele. Mhm. Also wir haben 1999 haben wir damit schon angefangen. Da ist der Gedanke entstanden. Und haben also auch unsere Bereitschaft erklärt. Und ich habe dann die nächsten Jahre, sagen wir 2 Jahre gebraucht, damit wir erst einmal das Geld zusammenbekamen. Wir hatten also keineswegs die Chancen, die später genutzt wurden und auch verwendet wurden. Sondern ich bin hier also an sämtlichen Banken, an sämtlichen Apotheken. Und sei nicht so bescheiden, sag unseren Zuschauern, es handelte sich damals, ich habe das nachgelesen, zwischen 50 und 60.000 Euro. Die ja nicht auch, Euro. Also, da war die D-Mark ja noch, 2002. Ja. Und ich habe also auch private Leute angesprochen, wo ich wusste, da kannst du mal das riskieren. Und wir haben also an den 39 Sponsoren gehabt. Ja. Und in dieser Zeit ist also auch dieses Haus hier, da haben wir ja unten auch unser Büro eingerichtet und ich war in dieser Zeit mit dieser Einrichtung heute hier, mit dem offenen Kanal schon im Betrieb. Ja, und muss ich sagen, das haben wir also gemacht in der Absicht, dass hier so eine ganz tolle Veranstaltung. Ja, ja. Und ich fand das hervorragend,
Es waren da fast 1200 Leute hier, ja, Teilnehmer. Ja, 1200 Teilnehmer habe ich gelesen. Und dann darf man nicht unterschätzen, 200 Helfer, die diese Landessportspiele organisiert haben. Ja. Also ganz, und die Stadt hat sich also auch mit der Sporthalle außerordentlich engagiert gehabt. Das, die war ja damals im Umbruch oder im Umbau. Ja. Ja. Also es hat allerdings dazu geführt, dass ich mich also dann anschließend recht ausge... und ich habe dann auch erklärt, das ist mein letzter Aufwand hier, ich mache weiter im Sport mit, war dann also in der Hauptsache im Schwimmbereich tätig. Ja, ja, ja. Alles andere, ich war froh, dass ich mit Hilfe von Gerd Heine in meinen Stellvertreter gewinnen konnte, das war der Werner Heine. Ja. Ja. Und war ich froh, dass er das übernommen hat. Und ich habe dann die Gelegenheit gehabt, also auch arbeitsmäßig mich ein bisschen wieder zu spezialisieren. Habe ich also auch gemacht. Musste ja später auch die geologische Arbeit gab es nicht mehr. Habe ich also hier bei so einem Baubetrieb mitgewirkt. Und ja, und das ist eigentlich die Situation, die ich heute also auch im Nachgang noch einmal rekonstruieren. Also können wir doch satirisch sagen, Brückenbauer. Er hat mir nämlich schon wieder eine Brücke gebaut. Er hat mir eine Brücke gebaut, indem er sprach von 2002. Erstmal für unsere Zuschauer nochmal, was ja sehr interessant ist. Wir sitzen hier im Haus der Vereine in der Bruchstraße 1. Hier befindet sich unser Sportstudio. Wir sitzen mittlerweile das 28. Mal hier im Sportstudio, aber wir wissen, nach 2001 in Dessau, ich habe sie hier, zufälligerweise ein Geschenk von meiner Schwiegermutter, die damals in Dessau 2001 zu den 12. Landessportspielen war, kam dann der große Knaller. Und der große Knaller für Stendal war das erste Mal Ausrichter der Landessportspiele, die 13. 2002. Konkret für unsere Zuschauer, die das damals miterlebt haben, 1200 Teilnehmer, 200 Helfer, ein Wahnsinnsaufwand in der Sporthalle Haferbreite am 19. Oktober des Jahres 2002. Da kommt nicht nur Stolz zum Ausdruck von uns, dass wir dich heute hier haben, sondern wir haben hier so ein paar Überraschungen vorbereitet, Peter. Wir haben hier die Zeitungsartikel von 2001 und 2002, haben wir mal einen Auszug organisiert. 13. Sportspiele der Behinderten am 19. Oktober. Da war 2001 noch nicht die offizielle Zusage da. Da habt ihr, ich sag mal, da habt ihr euch beworben als Ausrichter. Und dann die große Ehre, aber auch mit viel Arbeit für Peter Pielert und Co., hat damals die Volksstimme geschrieben, am 20. Januar gehen die doch dann in Stendal 2002 über die Bühne. Und dann haben wir ein altes Foto gefunden und alle deine Freunde, die du damals aufgezählt hast, das heißt Behinderte und ihre Freunde wetteifern Hand in Hand, sind hier abgebildet. Und zwar, ich sage sie nochmal, wer die 13. Landessportspiele das erste Mal hier nach Stendal geholt hat, das war nicht mehr oder weniger unser Sportminister, der Uwe Bliefert. Das war Andrea Holz. Das war Hans-Joachim Ricke. Das war die Kathi Schatte, die du erwähntest. Das war der Andreas Biewald. Das war die Helga Kranich. Das war der Peter Pielert. Und das war der Frank Kurt. Das heißt, ihr habt euch auf die Beine gemacht und habt dieses Event für Stendal organisiert. Und da sind wir euch auch sehr dankbar. Aber erklär doch bitte mal unseren Zuschauern, was ist unter Landessportspiele zu verstehen? Wie läuft das ab, inhaltlich, organisatorisch? Ja, also zur Organisation, verantwortlich für die ganze Sache ist der BSSA-Sitzhalle. Ja. Die Organisation wurde den Vereinen übertragen. Der Verein musste zur damaligen Zeit die Organisation von der Lokalität, von der Finanzierung,
von der Ausgestaltung, das musste der organisieren. Und der BSSA, die kamen also auch regelmäßig, muss ich sagen, zur Information, zu Informationsgesprächen, in der Absicht, dass das auch gut am Ende gestaltet ist. Wir haben also auf diese Art und Weise, habe ich erst einmal mit dem Landrat Verbindung aufgenommen und im Ergebnis dessen, wie er uns gut unterstützt hat damals, ist er bei uns Vereins-Ehrenmitglied geworden. Der Landrat war das erste Ehrenmitglied von unserem Verein. Sag ruhig einen Namen. Das ist der jetzige Bundestagsabgeordnete Helmut. Jörg Helmut. Ja. Es hat also dazu geführt. Du bist auch eine Sportskanone, sehr sportinteressiert. Ja, es hat dazu geführt, dass wir also auch viele Sportfreunde von unserem Verein dazu bewegt haben, hier aktiv mitzumachen. Und wir haben ja das, hatte ich vorhin schon mal angeführt, die Halle war ja im Umbau begriffen. Ja. Der Haferbreite und damit haben wir Verbindung zu diesen Bauleuten. Für die Zuschauer ganz kurz einflechten. Das ist genau die Zeit gewesen, 2002. Vielleicht kann man sich in Stendal noch daran erinnern, wo man den Seiteneingang im hinteren Bereich wieder eröffnet hat. Ich sag mal, und das feierlich anlässlich der 13. Landessportspiele. Das heißt, die Halle war ja nur immer von vorne begehbar. Ja. Und jetzt also praktisch die damalige Boxhalle, also über diesen Seiteneingang, und das hattet ihr ja letztendlich, können wir euch das mitverdanken, dass das mit viel Druck und ich sag mal mit viel Enthusiasmus dann noch letztendlich fertig geworden ist und ich sag mal behindertengerecht fertig geworden ist. Ja. Ja? Es gab ja auch die Behindertentoilette, die da hinten eingebaut wurde. Aber mir geht es beim Inhalt der Landessportspiele mal um eine ganz andere Frage. Die Zuschauer, die Zuschauer fragen mich immer, wie ist das zu verstehen, ein Behinderter und ein Gesunder? Ja, das erläutert bitte mal unseren Zuschauern. Ja, am Anfang war natürlich der Gedanke, zunächst mit den Behinderten und Versehrten den Sport, dieses Sportprogramm zu absolvieren. Ja. Später ist dann der sagen wir mal, zwingende Gedanke, dieser Inklusionsgedanke, sagt man wohl jetzt, gekommen, Behinderte und Nichtbehinderte mit einzubeziehen. Damit, wir hatten ja nicht nur Behinderte und Versehrte, sondern wir haben also auch ältere Menschen mit dabei gehabt, denen eigentlich jetzt außer ihrem Alter keine, nicht allzu viel fehlen, die also noch sportlich sich bewegen konnten. Und aus dieser Tatsache heraus, das ist also du hattest das vorhin gesagt. Du meinst jetzt, du sprichst immer noch von diesem Pendant, Behinderter und... Ja, nicht Behinderter. Also diese Fusion, diese beiden stellen aber, wenn man so will, ein Wettkampfpartner da, der Gesunde und der richtig. Behinderte. So, und da wurde also in der Anfangszeit Wert drauf gelegt, dass es erst einmal überhaupt zwei solche gleichwertige Partner, einigermaßen Partner waren. Und die kämpften dann um Pokalmedaillen in den ausgeschriebenen Disziplinen? Ja. Und welche Disziplin hatte Stendal ausgeschrieben? Ja, das Sportprogramm selbst bestand mindestens aus sechs bis sieben sogenannten Sportstationen. Ja. Das waren also für damalige Verhältnisse, das waren also, sagen wir, Zielwurf, das war Brüsseln, das war Kegeln, das war eine gewisse gymnastische Abfolge und Bewegungen, die in der Halle gemacht wurden. Ja, und das wurde also gewertet
Basketball werfen. Ja, Korb werfen. Und das wurde gewertet. Und da muss ich sagen, irgendwann war ich da sogar mal mit dem Gerd Heine als Sieger in so einer Disziplin rausgekommen. Was natürlich sehr interessant ist, meine Damen und meine Herren, Sie merken das schon, 1200 Teilnehmer, Landessportspiele, welch eine große Herausforderung an die Logistik, an die Organisation, an euch. Ja. Denn diese 1200 Leute mussten ja nicht nur so wie die Verpflegung, so die Bewegung versorgt werden, sie haben irgendwo genächtigt, sondern entscheidend ist, dass am 19. Oktober dort in diesem Bereich, auf diesem Fleckchen Erde, ich sag mal, die 13 Landessportspiele in der Sporthalle Haferbreiter sehr beengt waren. Ich war ja zufälligerweise da, ich war in der heißen Phase da, habe mir das angeguckt, die ganze Vorbereitung. Ihr wart aufgeregt, logischerweise, ihr habt euch gefreut, die nach Stendal zu holen, aber die Logistik, das musste sitzen. Ja, das heißt, diese 200 Helfer, die ich vorhin erwähnt hatte, das waren dann eure sogenannten Punktrichter, Kampfrichter, Betreuer, ich sag mal, alle die, die diese 1200 Menschen hier in Stendal betreut haben. Ja. Dafür lohnt es sich heute, Danke zu sagen, weil das waren die ersten Landessportspiele, die ihr hierher geholt habt. Es gibt ja noch eine zweite Auflage, ich glaube, der zweite Akt war 2013 dann. Ne? Ja. 2013. Über den wollen wir irgendwann zum späteren Zeitpunkt nochmal reden, also nicht heute in der Sendung. Aber entscheidend ist, dass ihr, um das abzuschließen mit den Landessportspielen, immer die Integration im Vordergrund gestellt habt. Und wenn ich das mal konkret für unsere Zuschauer am Bildschirm sagen kann, Integration, da ist gemeint, Menschen mit Behinderungen in das normale Leben zu integrieren und ihm die Möglichkeit zu geben, Sport zu treiben über diese Sportarten, die ihr dort angeboten habt. Und das ist eine ganz tolle Sache, muss ich mal sagen. Ja. Ich gebe dir die Chance heute zu einer ganz großen Sache. Deine Kamera, du hast so viel Verbündete aus der damaligen Zeit, du wirst bestimmt deine alten Sportskameraden und deine alten Verbündeten Schulter an Schulter nochmal grüßen wollen aus dem Sportstudio. Macht das heute. Wir haben nämlich einen Namen vergessen und den sollten wir auch noch erwähnen. Das war der Ralf Vogel. Ralf Vogel war ja auch so ein ich sag mal, Allrounder, der organisatorisch ganz groß eingestiegen ist, der leider nicht mehr unter uns weilt, aber selber starke Einschränkungen hatte, körperlich. Aber ich sag mal, von dir so in dieses Organisationspaket mit reingeschmissen war, ja? Ja. Das war so, ja? Ja. Ich muss sagen, es war natürlich niemals eine Einzelleistung, die hier geboten wurde, sondern wir haben also in dieser Zeit der Vorbereitung, wir haben also ausgiebig einen umfangreichen Vorstand in unserer damaligen Sektion gehabt oder in unserer Abteilung, ja. In unserem Verein nun mal, ab 1998 haben wir ja den Verein gemacht. Da haben also alle mitgemacht. Es wurden also auch die Aufgaben verteilt an die einzelnen. Ja. Und Ralf Vogel war ein ganz sauber und korrekter Arbeiter an der Stelle. Er hat also nicht nur hier gut mitgemacht und vorbildlich, sondern er hat auch im Rahmen unserer Vereinsgründung, sagen wir mal, entscheidende Beiträge geliefert. Also er hat die gesamte Abstimmung mit den Notaren gemacht. Er hat die Vorbereitung dieser Dokumente, die erforderlich waren. Die Versicherung für die Landessportspiele bestimmt auch. Ja, bitte? Die Versicherung für die Landessportspiele. Denn ich sag mal, so eine großen Sportevents brauchen ja auch eine sichere. Nee, das haben wir selber. Das habt ihr alles gemacht. Also ein bisschen was habe ich auch gemacht. Ja, du sollst auch nicht bescheiden sein. Wir wollten bloß über den Ralf Vogel heute sprechen. Ja. Ralf ist ja gewürdigt worden und ich finde das toll. Ich sage das nochmal für unsere Zuschauer. Es gibt ja, seitdem der Ralf nicht mehr unter uns ist, es war ja ein Faustballer, müssen wir gleich dazu sagen, ein Faustballturnier, Sitzballturnier, entschuldige, ein Sitzballturnier, was nach
ihm zu Ehren benannt wurde. Das ist jährlich einmal das Ralf-Vogel-Sitzballturnier, was hier in Stendal stattfindet. Aber ich bleibe dabei, deine Kamera. Kamera ist frei. Wem möchtest du aus der damaligen Zeit nochmal besonders grüßen, besonders danken, wer dir hier zur Seite gestanden hat und dir geholfen hat, dass eigentlich so viel in Stendal auf die Beine gestellt wurde im Behindertensport? Möchte ich anfangen an dieser Stelle, Helga Kranich. Ja. Helga Kranich hatte ursprünglich ihren behinderten Vater immer zum Schwimmen, zum verzerrten Schwimmen gebracht. Interessant, wusste seit man nicht. Anfang der 90er Jahre. Ja. Und wir waren damals in der Not, unser Kassiererin hat den Wohnort gewechselt, also mussten wir den Posten neu besetzen. Und unsere Helga war durch ihren Vater nur animiert und wir haben sie geworben. Seit dieser Zeit ist sie bei uns Mitglied und ist auch unsere Verantwortliche für Finanzen geworden. Seele und Urgestein könnte man sagen. Beide sind eins. Also Anfang schon der 90er Jahre war das. Ja. Also der Helga, ich habe heute immer noch guten Kontakt zu ihr und habe auch lange Zeit bis zum letzten Jahr mit ihr zusammengearbeitet, außerhalb des Sportes. Mhm. Ich finde das enorm, was die Frau macht und sollte auch genannt werden. Sie ist also finanziell verantwortlich im Verein. Sie ist finanziell verantwortlich gewesen in einer Garagengemeinschaft, die ich jetzt ein paar Jahre geführt habe und wo sie also auch die Finanzen uns geregelt hat. Sie gehört zum BSSA, Verein BSSA Halle, in der Finanzkommission als aktives Mitglied und wie auch hier bei uns im Bereich unseres Kreissportbundes. Ich möchte als zweites den Sigi Wille nennen. Ohne Sigi Wille und seine, sagen wir mal, tatkräftige Gedankenarbeit wären wir auch nicht dazu gekommen, wenigstens in dieser Zeit, 1998, noch Verein zu bilden. Also der Mann steht stramm voller Ideen. Er hat immer noch Ideen. Ja, er hat gesagt, wenn ihr einen Verein bilden wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall die Leute mitnehmen, die Rehabilitanten. Ja, 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 also solche Leute, wenn ihr nicht die Rehabilitanten mitnehmt, da gibt es keine Zustimmung von uns. Also haben wir das auch gemacht. Das ist also auch die Voraussetzung gewesen, dass wir so großartig sind. Ich möchte Hans Rieke hat unser Emblem entwickelt. Ja. Wir haben seinerzeit... Euer Logo? Unser Logo. Euer Logo. Hier ist es ja. Und er hat also auch hier unseren Wimmel. Ja. Mitgestaltet, entwickelt oder hergestellt hat. Also dann, Designer Hans Rieke, BSR, SV Designer. Ja. So. Der wird sich bestimmt freuen heute, wenn du ihn nennst. Und man sieht das, das ist also Anfang der Zeit gewesen und heute nach wie vor aktuell. Den haben wir deswegen mit hingestellt, mein lieber Peter, weil du den 2002 schon ganz stolz in Vorbereitung der Landessportspiele präsentiert hast auf deinem Schreibtisch. Ja. Deswegen steht er heute da, damit du die alte Wärme, das alte Gefühl, die alte Verbundenheit nochmal hinkriegst. Ja. Ja. Ja, viele andere sind schon verstorben, leider. Aber das ist nun so, wenn man älter wird. Und ich würde mal sagen, ich möchte also auch Werner Heine danken. Der hat ja auch 10 Jahre oder noch länger. 10, 11 Jahre? 11 Jahre. 11 Jahre hat er die Entwicklung das Zepter in der Hand gehabt. Geschwungen. Ja. Und mit unserer neuen habe ich nun nicht ganz so
sagen wir mal, eine enge Verbindung, aber ich freue mich trotzdem immer, wenn wir uns sehen. Gut, ja. Ich möchte die Liste ergänzen. Ja. Ich mache jetzt Folgendes. Du kannst dich ja nicht selber erwähnen. Ich erwähne dich deswegen, weil letztendlich du so viele Grundsteine für diese Arbeit gelegt hast, damit wir heute auf das wichtige Ereignis 2002 nochmal kommen. Mein Studiogast hat 2002 aus den Händen des damaligen Oberbürgermeisters, aus den Händen von Klaus Schmotz, hast du den Ehren-Oscar, die höchste Auszeichnung des Sports der Stadt Stendal in Empfang genommen. Was hast du damals empfunden? War das für dich eine Auszeichnung, wo du gesagt hast, es hat sich doch gelohnt, beginnend mit den 70er Jahren, den Wiesertensport über Post, Stendal und so weiter und so fort, in der Hand zu behalten? Ja, ich muss sagen, es war ja eine Überraschung. Ja. Es war eine große Überraschung und ich habe ja meine Arbeit im Sport nicht gemacht, um irgendwo eine Anerkennung oder sonst was zu kriegen, sondern das war für mich eigentlich eine gewisse Genugtuung. Mhm. Und ich habe das also auch mit viel Freude und mit Engagement gemacht. Und so habe ich auch später meine Arbeit unter solchen Umständen vorher so gemacht und auch später und auch heute noch. Ja. Also eine solche Einschätzung, die kommt vielleicht heute zurecht und sagt, na gut, es war eine Anerkennung für die Jahre zuvor. Also zum damaligen Zeitpunkt, als ich diesen Pokal bekommen habe, da habe ich mich zwar mächtig gefreut, das war ja in der Katharine, wurde das überreicht. Ja, in der Katharinenkirche. Das genau. Ist natürlich eine besondere Ehrung. Ja. Mhm. Und so bedanke ich mich vielleicht auch heute noch einmal an dieser Stelle, dazu noch einmal ins Gespräch gekommen zu sein. Ja. So bescheiden, meine Damen und Herren, sind Gründungsmitglieder, Ehrenmitglieder, Erfahrungsträger. Bei dir könnte man ja alles sagen, bei dir passt ja auch letztendlich alles. Aber es hat alles, so rund wie der Ball ist, dann letztendlich wieder gepasst. Wir sprechen nicht umsonst von der heutigen Entwicklung. Und du weißt, mit Frauenpower 2014 das erste Mal eine Vorsitzende mit weiblichen Zügen, und zwar die Christel Harker, die heute, ich sag mal, immer genauso wie alle anderen Vorsitzenden mit der Substanz aus deiner damaligen Zeit leben. Und ich glaube, das war das entscheidende Maß aller Dinge, dass man dir dafür diesen Ehren-Oscar gegeben hat. Und ich freue mich, dass du so jung und vergnügt, wie du heute hier sitzt, nochmal die Möglichkeit hattest, mit mir heute hier im Studio über diese ganze Entwicklung zu sprechen. Wir werden die Entwicklung nochmal mit den Gerd Heine, Gerd ist das, ja? Gerd oder Werner? Werner. Wir werden mit Werner Heine uns dazu auch nochmal treffen, denn der Werner Heine hat ja zum 15-jährigen Bestehen des BSV auch nochmal in der Volksstimme was ganz Entscheidendes geschrieben. Er hat geschrieben, die Entwicklung des Vereins und die erreichten Ergebnisse bestätigen, dass durch Sport, und jetzt kommt's, das, was wir jetzt eine Stunde lang gemacht haben, wir haben über Wertgefühle gesprochen, dass durch Sport ein neues Wertgefühl entstehen kann und unser Sport, hat er geschrieben, hilft die Lebensqualität und die Gesundheit der Teilnehmer zu verbessern. Und das war eigentlich zum großen Festakt 15 Jahre. Wir werden uns die Gelegenheit freihalten und werden den Werner Heine auch nochmal hier ins Studio einladen. Wir wollten eigentlich dich deswegen als Gründungsmitglied, weil du eigentlich der Erfahrungsträger bist, der diese ganze Sache hier ins Rennen gebracht hat. Und wenn ich sage, diese ganze Sache ins Rennen gebracht haben, könnte ich noch 2 Stunden mit dir sitzen. Aber ich muss die Sendezeit beachten, wir haben ganze 10 Minuten noch. Wir haben immer für unsere Gäste so einen kleinen Talk vorbereitet, Frage-Antwort-Spiel. Die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte heute und hier im Studio. Gibt es trotzdem, dass du selber viel sportlich eingebunden unterwegs warst unter Zurückstellung deiner Freizeit,
so gut wie mit anderen Sport dich fernsehmäßig vielleicht gar nicht beschäftigen konnte. Gibt es Idole oder Vorbilder allgemein im Sport für dich, wo du sagen kannst, auf den blicke ich, was der vollbracht hat, was der gemacht hat, ist was ganz Großes? Also so plakativ, dass ich mir irgendeinen Menschen als besondere Sportler habe ich nicht. Also ja. Ich greife da mehr auf die meine Gegenwart zurück und da würde ich schon sagen, also ein für mich vorbildlicher Mensch, auch im sportlicher Hinsicht, war Gerd Heine. Und im Nachgang Sigi Wille, ich muss das immer wieder betonen, und so ganz daneben zum Beispiel dein Chef, Sportminister Uwe Bliefert. Uwe Bliefert. Ja. Ja, also da habe ich immer ein bisschen Respekt, weil was sie alles so nebenbei in aller Bescheidenheit gemacht haben. Ich finde es ganz toll. Ich kann unseren Zuschauern nur sagen, so sieht das aus, wenn man nicht nach den Sternen greift. Es kam auch ab und zu hier Helmut Recknadel, es kam Henry Glas, es kam Christine Ehrhardt. Also die Großen des Sports, internationalen DDR-Sports und in der heutigen Zeit, es kam Teve Schuhe, bestimmt schon zwei oder dreimal. Ich finde es sehr authentisch und sehr schön, dass du als mein Studiogast zuerst nicht nach den Sternen greifst, sondern sagst, das waren Leute, die mir mit Kraft und das Rüstzeug gegeben haben für meine Arbeit. Und der Gerhard Heine, also alias Lampe, wie man ihn immer so schön gesagt hat, hat ja auch Zeichen gesetzt, die erwähnenswert sind. Ich finde das ganz toll und ich bin dir dankbar dafür, dass du das heute so siehst, das sind deine Vorbilder, das sind Idole, daran hast du dich ausgerichtet. Ganz tolle Sache. Zweite Frage, kurz an dich. Du weißt, es gibt eine Vision, wir haben viermal die Sportausstellung in Stendal gefahren. Viermal haben wir, ich sag mal, historische Sportartikel, Zeitzeugen, Materialien zusammengetragen. Jetzt sagen wir aber, es wird an der Zeit, irgendwann müssen wir das mal gesamtzugänglich für die Bevölkerung machen. Ob nur Sportmuseum oder ständige Sportausstellung, sei alles dahingestellt. Es geht nicht um den Begriff. Es geht darum, dass wir nichts in der Schublade verschwinden lassen. Und wir sind ja eigentlich, wenn ich diese Ehren-Oscar-Träger-Tafel nehme, dann ist das schon sowas, dass man, ich sag mal, immer die historische Darstellung und der Sport in Stendal ist über 200 Jahre alt. Also wir haben ja gerade vorhin ja das 200-jährige Bestehen beziehungsweise die ersten Anfänge des Sports hier historisch analysiert. Bist du der Meinung, dass das der richtige Weg ist, dass ja, wir daran gehen? Also unbedingt. Also ich kann, um ein nachhaltiges Erfolg an dieser ganzen Sache zur sportlichen Entwicklung zu haben, ist sowas mehr als wünschenswert und als auch lobenswert. Und ich kann nur sagen, das sollte ruhig mit aller Konsequenz auch weitergemacht werden. Gut, wir haben nur ein Ziel und das Ziel kommt dir wahrscheinlich auch entgegen, wie jeden anderen behinderten Sportler. Wir wollen es natürlich behindertengerecht machen. Wir wollen, dass wir, ich sag mal, nicht über Treppen oder, sondern ich sag mal, über eine gute Zugänglichkeit, ich sag mal, auch gerade älteren Bürgern die Möglichkeit geben, diese ständige Sportausstellung sich dort in irgendeiner Weise anzugucken. Der nächste ist dein Vorturner. Die nächste Frage beschäftigt sich mit deinem Vorturner. Ich habe das neueste und aktuellste Material. Ich weiß, du bist jetzt in der wohlverdienten Rente. Du hast dir das erarbeitet im Leben. Ich habe das neueste Sponsor-Ringmaterial mitgebracht vom Jahndenkmal. Wir haben ja ein Ziel, dass wir zum 105. Jahrestag die Einweihung am 20. August diesen Jahres in würdiger Form mit einem kleinen Turn- und Sportfest draußen in der Haferbreiter, also das heißt, dort original an dem Standort, wo damals dieses Denkmal geweiht wurde, vornehmen. Bist du der Meinung, das schenke ich dir heute, danke, das ist das neueste, aktuellste Material, bist du der Meinung, dass es richtig ist, dass wir gemeinsam jetzt, ich sag mal, in die heiße Phase gehen und dort dieses Denkmal wieder sichtbar und ordnungsgemäß, sage ich jetzt mal, zugänglich für die Bevölkerung machen? Ja, ich denke, es ist
ein Wertzeichen für die Stadt Stendal und auch für unseren Sport. Ja. Wenn diese verfallene Sache hier erneuert und an einer möglichst gut sichtbaren im sportlichen Zentrum natürlich hier von der Stadt Stelle wieder aufgebaut wird. Kann ich nur unterstützen. Und soweit ich informiert bin, hat also auch der Verein hier eine gewisse Beitrag schon zur Verfügung gestellt. Ja, alles gut. Alles gut. Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle mal den Autor, der sich ja seit 2012, ich bin ja dann dazu gestoßen, beschäftigt, den Jörg Hosang auch mal an dieser Stelle ein Zitat bringen. Mhm. Zitate sind immer wichtig, wenn sie treffsicher sind. Und ich glaube, das ist treffsicher. Hier ist unter anderem folgendes Zitat, und das sagt das, was du jetzt mit wenigen Worten gesagt hast. Ein großer Architekt, der Friedrich Reich Hundertwasser, übrigens mein Lieblingsarchitekt, weil er nicht gerade und eckig und kantig baut, sondern alles rund, der hat mal gesagt, wer seine Wurzeln vernichtet, der kann nicht wachsen. Wer seine Vergangenheit nicht ehrt, verliert die Zukunft. Und das hat der Autor, ich sag mal, der auch die Gesamtdokumentation, das heißt mein Kollege und Partner, der Jörg Hosang, aufgeschrieben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir würden uns sonst die Wurzeln nehmen, wenn wir dieses Denkmal, ich sag mal, zusammenfallen lassen würden und das würde dort vor sich herrotten. Ja. Tolle Sache. Wir können an dieser Stelle erwähnen, du bist ja Ehrenmitglied, du bist Erfahrungsträger vom BSV. BSV hat übrigens das Ganze eingeleitet. 2014 bei der Sportlerehrung die erste Scheckübergabe zur Restaurierung des Jahndenkmals kam vom BSV. Und das in einer unglaublichen Höhe von 350 Euro. Viele, viele, viele Sportvereine haben sich angeschlossen und wir sind also dankbar darüber. Dann habe ich eine Zusatzfrage für dich, mein lieber Peter. Wer hat oder war der Vorturner der Landessportspielen, das heißt der erste Ausrichter? Wer war der erste Ausrichter? Weißt du das? Ja, kannst du das unseren Zuschauern sagen? Ich habe das also kurzfristig recherchieren können. Ja. Das ist die Geschäftsführerin damals vom BSSA, von dem neu gegründeten BSSA in Halle 1991. Und in Halle hat es auch stattgefunden? In Halle hat es stattgefunden. Also, wir machen ja nicht nur Sportfernsehen, wir machen auch Bildungsfernsehen. Also, erste Landessportspiele 1991 Austragungsort Halle. Gut, festgeschrieben. Letzte Frage ist eine Frage, die stelle ich sehr gerne allen meinen Gesprächspartnern. Was würdest du als alter, erfahrener Haudegen, Sportskamerad, Erfahrungsträger im Sport Kinder und Jugendlichen empfehlen, wenn sie an der Schwelle zum aktiven Sport stehen? Was würdest du ihnen als Ratschlag mit auf den Weg geben? Also ich kann nur empfehlen, auch aus eigener Erfahrung, möglichst sich an Bewegung und sportlicher Tätigkeit schon sehr früh zu beteiligen und daran festzuhalten. Hat auf jeden Fall für spätere außerordentlich gute Auswirkungen und eine große Bedeutung für spätere Gesundheit. Kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen. Ja. Deswegen haben wir dich auch Erfahrungsträger genannt. Wir müssen die Sendung leider schließen. Ich würde noch gerne 3 Stunden mit dir hier sitzen. Wir sagen von dieser Stelle aus dir ganz, ganz herzlich Danke. Du warst nicht nur Zeitzeuge, sondern du warst einer, der in der zweiten Stufe, nachdem ich die Christel hier hatte, in der heutigen Zeit, den BSV darzustellen. Du hast also diesen größten Sportverein der Stadt Stendal hier präsentiert. Wir wissen, am 7. März ist ein großer Tag. Da gehst du in einen runden Geburtstag rein, der 80. Wir sagen von dieser Stelle aus, das ist noch nicht der letzte. Wir wissen, Storlat, sagt der Pole, 100 Jahre alt wirst du werden. So viel hast du getan für den Sport. Wir wünschen dir das natürlich vom Herzen. Und wir wissen, dass du immer noch geistig
Das hast du mit deinen Recherchieren wieder bewiesen. Versuchst, dass dir ja nichts durch die Lappen geht im hohen Alter. Deswegen überreiche ich dir heute was Nettes. Ich habe hier nochmal mit Empfehlung des Behinderten deines Sportverbandes ein ledergebundenes 2016 Kalender. Den möchte ich dir heute mit auf den Weg geben und sag dir zum Schluss, bevor wir uns beide verabschieden im Sportstudio, wer schreibt, der bleibt. Und du wirst bleiben. Deine Erinnerungen werden bleiben. Das, was du als Erfahrungsträger auf die Beine gestellt hast, wirst bleiben. In diesem Sinne, meine Damen und meine Herren, bleiben Sie immer schön sportinteressiert und sportbegeistert. Es verabschieden sich heute und hier aus dem Sportstudio Peter Pielert und Ihr Moderator Horst Paulus. Dankeschön, dass Sie wieder neugierig waren. Tschüss.